Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Listen to the East, Erfahrungen mittel- und osteuropäischer Kirchen auf dem Weg der Weltsynode 2021 bis 2024. Ich bin Mario Galgano von Vatican News Radio Vatikan Deutsch. Falls Sie jetzt auf dem Bildschirm schauen und dachten, das sei jetzt eine Frau. Nein, ich bin nicht Gudrun Seiler, sondern eben Mario Galgano. Meine Kollegin grüßt Sie ganz herzlich. Sie konnte leider nicht heute dabei sein. Wir fangen diese Runde damit an, dass ich zuerst einmal zwei Dinge sage über das Organisatorische. Diese Veranstaltung heute dauert etwa bis 6:45. Und es gibt eine Übersetzung, Englisch-Deutsch, unten, auf dieser Seite, so unten, können Sie das einstellen, wenn Sie eine Übersetzung benötigen. Also ich hoffe, dass Sie uns dann auch verstehen. Und ich möchte Sie auch daran erinnern, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird. Sie sind nicht verpflichtet, Ihre Kamera einzuschalten, aber ja, es wird aufgenommen, das zu Ihrer Information. Was die Beteiligung betrifft, wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen, bitte ich Sie, dies in der Chat zu schreiben. Zwei Kolleginnen werden mir helfen, die Chat auch zu verfolgen. Und ich erlaube mir dann, die ein oder andere Frage eventuell einzubringen oder wenn es wichtige Anmerkungen gibt. Also es gibt die Chat-Funktion, bitte schreiben Sie, wenn Ihnen etwas am Herzen liegt. So, zunächst einmal eben, wer spricht heute, wer ist hier dabei? Wir haben Gäste aus der Tschechischen Republik, aus der Slowakei, wir haben aus Rumänien, auf der anderen Seite natürlich auch aus Deutschland und ich jetzt eben sozusagen als der Moderator typisch aus dem Vatikan. Das heißt, wir haben zunächst einmal Professor Thomas Söding, der dann sprechen wird. Wir haben Dr. Martin Michalicek, Frau Hanna Bohoschala, Pfarrer Stefan Dumitrasch, Stefan Dumitrasch, die sprechen werden. Und ich bitte zunächst einmal Herr Professor Dr. Thomas Söding, Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und Vizepräsident des Synodalen Weges Bochum. Sie haben das Wort. Sie dürfen hier auch noch Ihre Grußworte richten. Bitte sehr. Vielen herzlichen Dank. Listen to the East. Alle, die heute zusammengekommen sind, darf ich herzlich willkommen heißen. Ich richte vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken die besten Grüße unserer Präsidentin Dr. Irma Stetter-Karp und des gesamten Präsidiums aus, von denen einige auch heute dabei sind. Ich spreche mein Welcome auch im Namen von Renovabis und der Katholischen Akademie in Berlin, die gemeinsam mit dem ZDK diese wichtige Reihe veranstalten. Ich bedanke mich stellvertretend jetzt schon bei allen, die diesen Abend organisiert haben. Ich nenne eigens unseren Moderator Mario Galgano, der unsere Debatten ins römische Sonnenlicht stellen wird. Ich freue mich auf die Referate. Ich werde aufmerksam zuhören, um zu lernen, welche Erfahrungen und Hoffnungen in den befreundeten Nachbarländern gemacht werden. In Deutschland habe ich als Vizepräsident Verantwortung für den synodalen Weg. Uns ist von Anfang an deutlich gewesen, dass wir ein kleiner Teil der römisch-katholischen Weltkirche sind. Uns ist von Anfang an wichtig gewesen, dass wir die Probleme angehen, die wir in Deutschland verursacht haben und lösen können. Uns ist von Anfang an klar gewesen, dass wir das, was uns aufgegangen ist, mit unseren Glaubensgeschwistern teilen wollen. Es ist eine besondere kirchliche, eine besondere geistliche, es ist auch eine besondere existenzielle Erfahrung, gemeinsam unterwegs zu sein. Es gibt Krisen auf dem Weg, es gibt Durchbrüche, es gibt Rückschläge, es gibt Sternstunden. Wir haben uns der harten Realität des Machtmissbrauchs durch Geistliche in unserer Kirche gestellt. Wir haben gesehen, dass es sich um ein systemisches Problem handelt.
Wir haben geurteilt, dass wir dann, wenn wir die systemischen Probleme systemisch lösen wollen, neue Formen der Gewaltenteilung brauchen, neue Priesterbilder, neue Zugänge von Frauen zu Diensten und Ämtern, neue Orientierungen der kirchlichen Sexuallehre. Wir haben nicht nur gesehen und geurteilt, wir haben auch gehandelt, wir haben uns verpflichtet, eine synodale Kirche zu sein. Wir freuen uns, dass sich inzwischen die ganze römisch-katholische Kirche auf einen synodalen Weg gemacht hat. Das, was auf dem synodalen Weg in Deutschland geschieht, ist kein Exportmodell, das überall übernommen werden sollte, aber es ist eine Form verbindlicher Kooperation. Sie können sicher sein, dass wir in Deutschland sehr aufmerksam verfolgen, welche Impulse von anderen Ländern ausgehen, in Europa, aber auch darüber hinaus. Gemeinsam nicht nur zu hören, sondern auch zu handeln, gemeinsam nicht nur zu beraten, sondern auch entscheiden, dafür die richtigen Formen zu finden, wird der Schlüssel sein. Drei Erfahrungen möchte ich mitteilen. Erstens, es befreit, sich der Realität zu stellen, ohne Illusionen und Depressionen. Zweitens, es befreit, auf die Vernunft des Glaubens zu hören, auf das bessere Argument und die richtige Inspiration. Und drittens, es befreit, die Einheit zu suchen, nicht als starres Korsett, sondern als gemeinsamer Weg. Ich freue mich auf diesen Abend und die ganze Reihe Listen to the East. Herzlichen Dank an Professor Dr. Thomas Söding, Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und Vizepräsident des Synodalen Weges in Deutschland. Nun, den ersten Beitrag kommt von Dr. Martin Michalicek. Er ist Generalsekretär des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen, abgekürzt CCEE, mit Sitz in St. Gallen, also in der Schweiz. Er kommt aber aus der Slowakei und Dr. Michalicek ist auch Teil der Taskforce für die Synodenversammlung, also natürlich CCE, also des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen. CCE, das ist ja der Verbund sozusagen der Bischofskonferenzen Europas. Und genau, und ich bitte nun eben Herrn Dr. Michalicek um seinen Beitrag. Dankeschön. Schönen Abend an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen von St. Gallen, von wo sich der Sitz der von CCE befindet. Also meine Aufgabe jetzt ist, die kontinentale Versammlung für die Synode vorzustellen. Und das werde ich jetzt machen in diesen nächsten Minuten. Wie Sie vielleicht schon einige wissen, es werden sieben kontinentale Versammlungen stattfinden innerhalb von Januar bis März dieses Jahres. Sieben deswegen, weil Amerika ist geteilt nach Lateinamerika und Nordamerika und dazu kommt noch eine Versammlung von orientalen Kirchen. Also da sind wir insgesamt sieben und eine davon ist natürlich bei uns in Europa. Und wir als CC wurden beauftragt, vom Sekretariat der Synode diese Versammlung zu veranstalten. Die findet in Prag vom 5. bis 12. Februar statt, nächsten Jahres. Und diese Versammlung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist vom 5. bis 9. Februar und der zweite Teil vom 10. bis 12. Februar. Wieso diese zwei Teile? Vor einigen Wochen hat das Sekretariat der Synode die methodologische Hinweise veröffentlicht, eventuell, besser gesagt, an uns geschickt. Ich weiß nicht, ob das offiziell veröffentlicht wurde, aber auf jeden Fall in diesen methodologischen Hinweisen steht ein ausdrücklicher Wunsch, dass die kontinentale Versammlungen in zwei Teilen geführt werden. Und der erste Teil spielt sich mit allen Teilnehmern ab
Und beim zweiten Teil, der etwa kürzer dauert, sind nur die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen dabei. Das heißt, in den ersten Teil vom 5. bis 9. Februar sind alle dabei, die eingeladen sind. Dazu komme ich gleich. Und beim zweiten Teil bleiben dann nur die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen Europas. Dann möchte ich betonen, es werden auch zwei Teilnehmermodalitäten bestehen bei dieser kontinentalen Versammlung der Synode. Und zwar, die erste Modalität ist eine persönliche Anwesenheit. Und die zweite Modalität, die wir selber hinzugefügt haben, ist die Online-Modalität. Wer sind also diese Teilnehmer, die in Person dabei sind? Wir mussten uns leider beschränken an eine bestimmte Zahl, weil im Februar in Prag mussten wir ein Hotel finden, wo es möglich ist, alle Teilnehmer irgendwie willkommen heißen. Und da sind 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und davon sind 3/4 Delegaten der Bischofskonferenzen und 1/4 eingeladene Gäste. Anders gesagt, für jede Bischofskonferenz oder noch besser für jeden Mitglied vom CCE sind 4 Personen eingeladen. Da CCE 39 Mitglieder hat, sind es 156 Delegaten. Also für jeden Mitglied 4 Delegaten. Von diesen 4 Delegaten ist automatisch der Vorsitzende der Bischofskonferenz dabei oder von ihm beauftragter Bischof, wenn er selber verhindert wäre. Und 3 andere Personen, die selber vom Sekretariat der jeglichen Bischofskonferenz ausgewählt werden. Bei dieser Auswahl natürlich sollte man diese methodologischen Hinweise vom Sekretariat der Synode verfolgen und die besagen, dass diese Versammlung keine episkopale Versammlung ist, sondern eine ekklesiale Versammlung ist. Das heißt, es werden nicht nur Bischöfe erwartet, sondern auch gottgeweihte Personen, Laien, Priester, Seminaristen, Personen, die im Noviziat sind und so weiter. Also es ist dann die Wahl der jeglichen Bischofskonferenz oder von jedem Mitglied von CC, wer da bestimmt wird, dass er persönlich teilnimmt an dieser Versammlung in Prag. Die zweite Modalität besteht, wie schon gesagt, von dieser Zuschaltung per Computer. Und jede Bischofskonferenz, jeder Mitglied von CC kann bis 10 Personen bestimmen, die in dieser Modalität an der Versammlung teilnehmen. Natürlich, wir machen unser Bestes, um diese online zugeschalteten Teilnehmer nicht zu zweitrangigen Teilnehmern zu machen. Also wir sind noch immer an der Suche, wie wir das technisch ermöglichen, dass sie eine lebendige Teilnahme erfahren können. Die Grundlage für die Arbeiten dieses kontinentalen Versammlung der Synode ist natürlich das Arbeitsdokument für die kontinentale Phase. Der wurde am 27. Oktober veröffentlicht in Rom bei einer Pressekonferenz. Und das hat ungefähr 40 Seiten. Und wie die Protagonisten von dieser Pressekonferenz unterstrichen haben, es ist kein lehramtliches Schreiben. Auf der anderen Seite ist es auch keine soziologische Zusammenfassung von Nationalsynthesen, sondern es geht um ein gemeinsamer Entschluss, das von der Arbeit von ungefähr 50 Leuten aus aller Welt, die sie in Frascati bei Rom getroffen haben, in 10 Tagen zusammengeschrieben wurde, wo wirklich
möglichst viele nationale Synthesen berücksichtigt wurden und wo ein, auf Englisch heißt es Overview, ein Überblick geschafft wurde, was sich in den nationalen synodalen Wegen abgespielt hat, das wir da gebracht. Dieses Dokument wurde jedem Bischof geschickt und er ist eingeladen, dieses Dokument noch einmal zu besprechen in seiner Umgebung. Das heißt, mit den Leuten, die am meisten mit einbezogen waren bei dieser diözesanen nationalen Synode. Und es wird auch gesagt, dass es eine Gelegenheit wäre, auch die anderen Personen mit einzubeziehen, die noch nicht beteiligt waren an diesem Prozess in der Diözese oder auf der nationalen Ebene. Und die Ergebnisse von jeder Diözese sollten dann an die Bischofskonferenz, am Sekretariat der Bischofskonferenz geschickt werden. Und diejenigen, die nach Prag kommen, sollten mit diesem Material dann arbeiten und es möglichst viel präsent machen. Die Arbeiten der Kontinentalen Versammlung selber werden von einem wissenschaftlichen Komitee, sagen wir, monitiert. Und dann natürlich wird dieses wissenschaftliche Komitee auch eine Grundlage, ein Draft für das Dokument, das aus dieser kontinentalen Versammlung gehen wird, zusammenschreiben. Dieses Dokument soll dann bis am 31. März ins Synodensekretariat geschickt werden. Und aus solchen 7 Dokumenten, die von jeder kontinentalen Versammlung gemacht werden, die werden als Unterlagen für die Instrumentum Laboris dann für Oktober 23 helfen. Unsere kontinentale Versammlung findet in einem Hotel statt, aber es werden auch die Messfeier stattfinden, außerhalb vom Hotel natürlich, in der Kathedrale, in Prämonstratensenkirche und in einer Benediktinerkirche. Also es wird lebendig sein diesbezüglich, dass wir nicht nur in einem Ort sind, sondern dass wir auch diese Momente des Gebetes haben und einen spontanen Austausch, wie es natürlich ist. Zuletzt möchte ich noch sagen, dass wir natürlich noch immer unterwegs sind. Also wir sind in regem Kontakt mit dem Sekretariat der Synode in Rom und es werden immer wieder neue Impulse zu uns geschickt und neue Ideen. Und man spürt, es ist ein einmaliges Ereignis. Das heißt, es gab nie etwas in der Geschichte der Kirche. Und da spürt man nicht nur, spüren wir uns selber das so im CCS, sondern wir spüren es auch vom Vatikan. Also sie selber sind auf der Suche. Sie selber kommen mit neuen Ideen, mit neuen Updates und so weiter. Also es ist wirklich ein Abenteuer. Aber man spürt, es ist ein Abenteuer, der etwas in Bewegung bringt. Und dieses Abenteuer bringt auch eine gesunde Spannung, würde ich sagen. Also wir sind gespannt und offen weiter auf dem Weg zu diesem Ereignis in Prag. Und ich würde jetzt Schluss machen und dann eventuelle Frage natürlich beantworten. Dankeschön. Vielen Dank an Dr. Martin Michalicek zu dieser Einordnung der kontinentalen Phase. Auch das war ja eben noch ein bisschen ein Rückblick und auch ein Ausblick. Ganz kurz, vielleicht nur, möchte ich wissen, eben 39 Mitglieder des CCE, das sind aber sogar noch mehr Sprachen. Wie kommuniziert ihr überhaupt miteinander? Also wie läuft denn das? Ah ja, gute Frage. Also die Versammlung wird sich in 5 Sprachen abspielen. Englisch, Italienisch, Deutsch
und Französisch und Polnisch. Also es wird simultan übersetzt natürlich und das sind die 5 Arbeitssprachen. Herzlichen Dank. Und nun gebe ich das Wort gerne an Frau Hanna Bohorschala. Sie ist Mitglied im Nationalen Synodenteam der Tschechischen Bischofskonferenz. Sie ist schon seit 20 Jahren tätig in der Kirche in Prag, hat also mit den Kardinälen in Prag eng zusammengearbeitet und ist auch eine, sie hat auch jetzt bei der Versammlung im Oktober 2021 war sie eine der Laien, die teilgenommen hat als Vertreterin Europas bei der Vorbereitung, also auf dem Weg zur Weltsynode. Und ja, wir freuen uns und auf den Beitrag von Frau Hanna Bohorschala. Ja, danke sehr. Guten Abend an alle und vielen Dank für die Einladung. Und vor allem möchte ich mich entschuldigen für mein Deutsch. Ich habe, um ehrlich zu sein, zwar Deutsch studiert, aber sehr, sehr lange nicht Deutsch gesprochen. Also ich bitte um Ihre Geduld. Ja, ich möchte gerne ein paar Worte über den synodalen Prozess bei uns in der Tschechischen Republik zu sagen. Im nationalen synodalen Team bei der Bischofskonferenz sind wir zu 7 Personen, 4 Priester davon, 2 Frauen, ich und eine Schwester aus der Gemeinschaft der Schwestern vom Kinde Jesus und ein Mann, ein Professor Laie. Wie Sie wissen, sicher, die Tschechische Republik ist ein sehr säkulares Land. Das heißt, 3/4 der Bevölkerung keiner Religion angehören und nur etwas 5% der 11 Millionen Einwohner regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen. Angesichts dieser Ausgangssituation kann ich aber sagen, dass die Resonanz auf den synodalen Prozess sehr positiv war. Und trotz der Skepsis einiger Gläubiger und sogar vor allem Priester hat sich eine hohe Zahl von 2312 synodalen Gruppen an dem Prozess beteiligt. Der praktische Arbeitsablauf der Synode war, ich glaube, wie überall, das heißt am 16. und 17. Oktober haben wir in allen Diözesen begonnen und dann nach dem 15. Mai 2022 haben wir als Team an die Vorbereitung der nationalen Synthese begonnen, deren Ziel es war, die Vielfalt der Stimmen und Meinungen, die in den einzelnen diözesanen Synthesen zum Ausdruck kamen, zu berücksichtigen. Und dann haben wir diesen Entwurf der Synthese den Bischöfen weiter gesendet, gegeben. Und die haben sich getroffen und damit befassten sich gemeinsam, das heißt auch ja, mit Gebet und haben diese gemeinsame Unterscheidung geführt. Und ich muss sagen, sie haben nichts geändert, also das ist auch wichtig, aber haben nur ihre Bemerkungen dazu geschrieben, aber nichts gelöscht wurde sozusagen. Jetzt etwas zu den Früchten und Herausforderungen des synodalen Prozesses. Gerne sage ich, dass in unserem Team nach der ersten Phase der Synode konnten wir feststellen, dass diejenigen, die aktiv am Synodenprozess teilgenommen haben, haben die Freude am Glauben und an der Gemeinschaft erlebt. Mehrere haben gesagt, und ich zitiere, es sind nicht die Dokumente, die für uns wichtig sind, sondern die Erfahrung des gegenseitigen Zuhörens und Verständnisses in den Gruppen.
Einige sagen das dann, dass sie haben nie bevor in ihren Pfarrgemeinden so offen und so aufrichtig untereinander gesprochen können. Andere wieder waren sehr traurig, dass zum Beispiel von den Priestern keine Unterstützung bekommen haben für den Prozess. Ja? Und dann die überwiegende Mehrheit schätzte sehr die Methode des sogenannten geistlichen Gespräches sehr, und sie möchten es da jetzt im Pfarrgemeindenrat, im Pastoralrat und so weiter weiterführen und praktizieren. Aus den Beiträgen der synodalen Gruppen geht hervor, dass der synodale Prozess als eine große Chance für die Kirche, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, sehr positiv aufgenommen wurde. Und jetzt möchte ich auch ein paar Worte direkt aus der Synthese oder aus dieser Zusammenfassung zitieren, die wir nach Rom im August gesendet haben. Ja, wir haben den Text über diesen drei Säulen oder Hauptsäulen der Synodalität geschrieben, das heißt Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung. Zu den Gemeinschaft zum Beispiel, dass die Teilnehmer sehen den Ausgangspunkt der Synodalität in einer persönlichen Beziehung zu Gott. Und das war sehr, sehr oft gesagt. Sie äußern den Wunsch nach authentischem Glauben, innerem Gebet und geistlichem Wachstum, das ihrer Meinung nach die Grundlage für das persönliche Zeugnis und die Verbreitung des Glaubens ist, ebenso wie die Grundlage des Vertrauens für das Leben in der Gemeinschaft. In den Beiträgen heißt es, dass in Kirchengemeinden und anderen Gemeinschaften es zwar einen Platz für jede geben sollte, aber nicht jede auf die gleiche Weise akzeptiert wird. Das Ergebnis, so die Teilnehmer, der Rückzug aus der Kirche. Jemand hat gesagt, wenn eine Person sich ausgeschlossen fühlt und sich gleichzeitig in der säkulären Gesellschaft akzeptiert fühlt, wird sie es vorziehen, draußen zu bleiben. Dann sehr wichtig war das Zuhören, das nicht nur eine Frage der Höflichkeit ist. Die Teilnehmer sehen die Notwendigkeit, dass das Zuhören zu einer inneren Lebenseinstellung wird, durch die wir Geduld und Liebe lernen. In den Beiträgen heißt es, auch das Zuhören und Offenheit erlernt werden können und dass wir dies kontinuierlich tun müssen, also immer neu lernen. Die Notwendigkeit zuzuhören wurde auf weiteren Ebenen deutlich, innerhalb der Kirche als Ganzes, auf der Ebene der Priester und Gemeindemitglieder, in kleinen Gemeinschaften, unter Einzelpersonen und Gruppen und so weiter. Und etwas zu der Teilhabe. Ja, in den synodalen Mitteilungen klang auch unter anderem der Schmerz über Begegnung mit Autoritätsmissbrauch an. Es war nicht so offen, aber es gab auch die Teilnehmer sagen, es fällt uns manchmal ein Pfarrer, der sich interessiert zeigt, zuhört und nachdem er eine vernünftige Entscheidung trifft. Diese Beziehung zwischen den Gläubigen und ihren Priestern ist sehr wichtig, wertvoll, aber auch zerbrechlich. Dann sagen die Synode zur Synodalität lehrt uns vor allem die gemeinsame Unterscheidung gemeinsam zu machen. Wir können fragen, wohin der Heilige Geist uns führt und welche Schritte wir unternehmen sollen. Und das war sehr häufig, diese neue Kraft von dem Heiligen Geist, sagen wir.
Dann im Gegensatz zu den Themen der Gemeinschaft und der Mitverantwortung oder Teilhabe erklingt das Thema der Mission seltener, dafür aber mit großer Dringlichkeit. In vielen Beiträgen wird festgestellt, dass die Kirche dazu neigt, sich zu verschließen, dass wir den Glauben für uns selbst leben. Die Notwendigkeit größerer Offenheit ist nötig, gute Kommunikation und auch eine große Transparenz, weil diese oft fehlen. Viele stellen fest, dass sich hier große Chancen für eine synodal gestimmte Kirchengesellschaft öffnet. Dabei sollte es nicht um Aktivismus um jeden Preis gehen, sondern das christliche Leben in allem, was wir tun, auszustrahlen. Der synodale Prozess hat gezeigt, dass einerseits ein großes Interesse der Gläubigen gibt, mit der säkularen Gesellschaft in einen Kontakt einzutreten, andererseits Enttäuschung über den mangelnden Erfolg dieser Bemühungen. Die Menschen, nicht alle, aber einige, wissen nicht, wie sie vorgehen sollen. Deshalb ist es notwendig, einen kultivierten Dialog mit den anderen Menschen, das heißt sozusagen Nichtgläubigen, zu führen und mit denen alle möglichen Themen, nicht nur über den Glauben zu führen und ein aktives Interesse an ihrem Leben mit dem Bewusstsein der gegenseitigen Bereicherung zu zeigen, ihre Geschichte dann zu respektieren und keine unnötigen Forderungen an sie zu stellen oder sie sozusagen in eine Schublade zu stecken. Ich hoffe, dass man es versteht. Ja. Und ich möchte jetzt gerne eine persönliche Erfahrung mit euch teilen. Und zwar, was mich persönlich die Synode gebracht hat und bringt immer wieder. Vor allem ist das sehr große Hoffnung für mich. Bei der Eröffnung der Synode im Vatikan im 21, wie schon gesagt wurde, dass ich dabei war und ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Als wir gemeinsam mit dem Heiligen Vater dieses Veni Creator Spiritus sangen, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben den Eindruck einer Art personifizierten Nähe des Heiligen Geistes erlebt. Das war sehr stark, ja. Und ich habe die Sicherheit gehabt, dass er in seiner Kirche lebt, trotz aller Schwierigkeiten, und dass er sie leitet. Und erstens war für mich auch klar, dass wir, um diesen Weg gut gehen zu können, eine persönliche Umkehr brauchen. Und für mich persönlich heißt das Demut. Das heißt, großer Respekt für jeden zu haben und auch neu zuzuhören, weil früher habe ich die Diskussion oft gesehen, dass ich meinen Standpunkt durchsetzen kann, weil wie ich oft meine, dass der Beste ist. Aber heute ist sehr klar, dass es im Gegenteil der intelligenteste Weg ist, einen leeren sozusagen Raum für den anderen aufzumachen und die Unterschiedlichkeit der Idee des anderen in mich nachklingen zu lassen. Und das Endergebnis ist also nicht der Gedanke des erleuchteten Individuums sozusagen, sondern das Ergebnis der Dynamik des Wortes und der hörenden Stille von uns allen, indem wir die Stimme des Heiligen Geistes ja besser hören können. Ich glaube, die Zeit ist weg, also vielen Dank. Herzlichen Dank an Frau Hanna Poschala.
Vielleicht nur ganz kurz, also erstens einmal will ich an alle daran erinnern, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, bitte schreiben Sie das in die Chat rein. Genau, da hat auch jemand, genau, die Synthese der katholischen Kirche in der Tschechischen Republik finden Sie auch auf Englisch in der Chat einen Link dazu. Ich möchte auch da lesen, es gibt eine Frage. Natürlich wird sich die Kirche zuerst um ihre eigenen Gläubigen kümmern, aber eine Person hat hier eine Kuriosität. Haben sich im synodalen Prozess konkrete Ideen oder Vorschläge ergeben im Sinne einer möglichen Antwort der Kirche für die 2/3 der nichtchristlichen Bevölkerung jetzt in Ihrem Land? Also wenn Sie vielleicht auch dazu etwas sagen können, auch vielleicht auf das Konkrete. Ja, ich probiere es sagen. Also vor allem haben wir festgestellt, wie geschlossen wir sind. Das heißt, wie mehr wir zu den anderen, also mit den anderen zu sprechen haben, aber nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern auch als die, sagen wir, die Pfarrei. Ne? Zum Beispiel in unserer Pfarrei haben wir ein Treffen während der Synode gemacht und wir haben unsere Freunde, die also nicht katholisch sind oder gar nicht getauft wurden, und wir haben die eingeladen, um von denen zu hören, was sie an uns positive sehen oder was wir besser machen könnten. Und es war sehr interessant, da nur sie gesprochen haben und wir haben nur zugehört. Und das war eine große Hilfe für uns, dass wir ja irgendwie mehr verstanden haben, was sie zum Beispiel in unserer Pfarrgemeinde, was für die gut wäre oder sozusagen, was sie brauchen. Ja. Also das ist ein Beispiel, aber jetzt ist natürlich viel, viel zu tun vor uns. Aber ich glaube, dass schon, dass wir das wissen, dass wir mehr machen, nicht machen, aber mehr offen sein müssen, das finde ich auch schon sehr wichtig. Und kurz noch, was mich auch interessiert, wie ist es mit den säkularen Medien? Haben die berichtet? Also die nicht-christlichen, nicht-katholischen oder nicht-christlichen Medien, haben die überhaupt über euch berichtet, über eure Arbeit, über das Thema auch der Synode? Ist das ein Thema in den tschechischen Medien? Also noch im Allgemeinen nicht. Aber am Anfang, als die Synode im Vatikan eröffnet wurde, dann wurde ich gefragt, auch von den öffentlichen Medien, diesen nationalen Rundfunk, ja, die haben gefragt, die wollten wissen, wie meine Erfahrung aus dem Vatikan war, was das heißt, diese Synode, aber dann während des Prozesses nicht mehr so. Also ich würde sagen, es gibt sehr kleine Interesse von den säkularen Medien. Dankeschön. Der nächste Beitrag ist von Pfarrer Johann Stefan Dumitrasch, Kanzler der Kurie des Großerzbistums Vagraš und Alba Iulia, also der rumänisch-griechisch-katholischen Kirche, Blaž. Das Besondere jetzt an ihm auch ist, muss ich sagen, sein Alter. Er ist hier einer der Jüngsten, also ein junger Priester, Jahrgang 91 habe ich gelesen. Und er ist aber auch im Synodalteam in seiner Diözese mit dabei. Ich erinnere auch daran, für die Übersetzung, wir haben also auch Übersetzung Englisch-Deutsch. Unten finden Sie die Möglichkeit, dass, wenn Sie eine Übersetzung benötigen, können Sie einfach drauf klicken und dann haben Sie auch die Möglichkeit, eine entsprechende Übersetzung zu haben. Also nun das Wort an Pfarrer Dumitrasch. Thank you very much. Vielen Dank.
Ich hoffe, dass alle mich gut hören können. Wenn ich nichts anderes diesbezüglich höre, dann gehe ich davon aus. Okay, prima. Und ich möchte zunächst den Veranstaltern danken für die Einladung. Und bei der Vorbereitung der Konferenz habe ich mich gefragt, was wären dann die spezifischen Beiträge unserer Kirche, also die eine dynamische, aber nicht sehr zahlenmäßig starke Kirche. Und ich glaube, das, was uns charakterisiert, ist die Synodalität. Das ist typisch für die griechisch-katholische Kirche seit mehr als 300 Jahren und die Seelsorge für vulnerable Gruppen, die Roma insbesondere. Und die griechisch-katholische Kirche ist zwar, wie gesagt, das ist die Religion, aber auch haben wir eine byzantinische Ausrichtung, was den Ritus angeht. Und zusammen mit der Synode der Bischöfe sind wir am Synodalprozess beteiligt. Es heißt unter Führung Kardinal Lucians. Und es ist so, dass über die rechtliche und institutionelle Dimension hinaus die Synodalität theologisch und spirituell unsere Lebensweise als östliche Kirche ausmacht in der Gemeinschaft der Kirchen. Und die synodale Tradition der rumänischen griechisch-katholischen Kirche ist langjährig und hat den Ursprung in der rumänisch-orthodoxen Metropolitregion Alba Iulia und und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Apostolischen Stuhl wurde wiederhergestellt und die große Synode, die kleine Synode und so weiter, die provinziellen Rate, dann die Bischöfe und so weiter. Es waren die Gremien und in den letzten Jahrhunderten haben sie bewiesen, dass sie sowohl administrativ als auch pastoral effektiv sind. Darüber hinaus gibt es andere Körperschaften zur Beratschlagung und also gibt es die Priesterräte oder die Versammlung der Eparchie und alle Kategorien von Menschen sind dort vertreten. Unsere Kirche hat am synodalen Prozess, der vom Heiligen Vater vorgeschlagen wurde, teilgenommen in allen Eparchien Rumäniens und eine Eparchie ist ja eine Diözese, also Oradia und Bruschgerla und Glugosch und Mara Ludisch und St. Basel und Bukarest waren dabei und auch in der Diaspora sind wir präsent. Wir haben eine Eparchie auch in Canton, Ohio in den USA und auch Missionen in Westeuropa. Einige der Hauptcharakteristika des synodalen Prozesses sind zunächst einmal die Kleriker und die Gläubigen, die Synodaltreffen als Zeit für Gebete erleben und dass sie ihre Nähe zu Gott dadurch ausdrücken können und Nähe zu anderen Menschen. Und es wurde der Vorstoß mit großem Interesse aufgenommen und die Stimme der Kleriker ist wichtig und auch die Stimme der Laien und der geweihten Menschen und die Synode wurde auch sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt begleitet von vielen Aktivitäten und unser geistliches Erbe geht ein in den synodalen Prozess. Und dieser Prozess, weil er einen solch edlen Ansatz hat, hat verschiedene Reaktionen in der griechisch-katholischen Kirche ausgelöst. Manche voller Freude, andere sehr reserviert und auch erstaunt. Und die Dinge haben sich dann aber auch wieder beruhigt und man hat sich auf die Brüderlichkeit verstanden im Interesse der
der Zukunft der Kirche. Die synodale Dynamik hat nicht alle an Bord holen können aufgrund der Pandemie, aber die Notwendigkeit, gemeinsam voranzuschreiten, das ist angekommen. Und wie in jedem Land war es aber so, dass wir natürlich großen Herausforderungen uns gegenüber sahen. Und die Pandemie war natürlich für alle ein Problem bei der Organisation des synodalen Prozesses, weil ja die Anzahl der Menschen, die teilnehmen konnten an der Liturgie und an religiösen Treffen, begrenzt waren. Aber es war dann doch so, dass wir verschiedene synodale Treffen auf Ebene der Gemeinden haben abhalten können. Und man hat auch direkte substanzielle Beratungen abhalten können. Und auch oft haben wir auch Online-Formate genutzt. Und die Menschen sind es nicht gewohnt, in einen öffentlichen Dialog einzutreten in diesem Zusammenhang. Wir waren ja lange Jahre im Untergrund. Und was die Organisation auf lokaler Ebene angeht, da hatten wir wenig Zeit. Es war sehr kurzfristig, weil sowohl die Laien als auch die Geistlichen ja Zeit brauchten, um erst ein besseres Verständnis sich zu machen bezüglich des Zwecks des synodalen Prozesses. Und Schwierigkeiten bezüglich des Dialogs mit anderen Konfessionen, das war auch ein Merkmal. Und ich habe natürlich jetzt nicht die Zeit, hier ins Detail zu gehen. Und was ich dann noch sagen wollte, ich wollte auch noch die rumänische, griechisch-katholische Kirche ansprechen. Und wir sind natürlich, wie gesagt, den Menschen, die am Rande stehen, schon haben wir uns denen gewidmet, also in Blau. Hat der Heilige Vater ja uns auch gebeten, uns um die Vulnerablen uns derer anzunehmen. Und die Universalität und die Inklusivität kann natürlich bestmöglich durch uns quasi dargestellt werden, weil wir ja Menschen haben, die wirklich am Existenzminimum gelebt haben. Die griechisch-katholische Kirche ist in die Fußstapfen von Papst Franziskus getreten, also den Kleinen und Vulnerablen zu dienen. Unsere Kirche kümmert sich nach wie vor um Menschen, die ihren Glauben leben in der und an der Peripherie der sozialen, und also Seelsorge für die Roma im kanonischen Territorium. Und ich muss sagen, wir haben verschiedene Gemeinden, die sich auch den Gläubigen der Roma annehmen, und man versucht auch den Erhalt spezieller Traditionen, die Bewahrung aufrecht zu erhalten, auch Pilgerfahrten, Pilgerreisen. Und im Jahr 2022, im Juni, da hatten wir auch Privataudienzen gehabt mit dem Heiligen Vater, und wir haben kulturelle Veranstaltungen auch organisiert in den verschiedenen Gemeinden, die sich um die Roma kümmern. Und man muss auch sagen, dass anlässlich des internationalen Symposiums Let's Walk Together zum Thema Inklusion, dass wir abgehalten haben, zwei nach dem Besuch des Papstes. Das war unter der Schirmherrschaft Kardinal Novosandris. Und ein fundamentaler Aspekt bestand darin, dass die Seelsorge für die Roma und die Mission und die Sendung ihrer Evangelisierung zu sehen ist. Also das heißt, alle Priester der griechisch-katholischen Kirche, für diese gilt es. Und Vater Johann Purka, der hat mit uns auch die Freude des Empfangs des Pontifex geteilt und auch den synodalen Prozess in seiner Gemeinde vorgestellt. Und die Gemeinden, die Roma geistlich begleiten, also da ist es so, dass man spürt,
dass man Teil des Corpus Christi sind im Rahmen der katholischen Kirche und dass sie auch Kinder Gottes sind und Erben seines Königreiches. Und der Appell, der Aufruf des Papstes ist, lasst uns gemeinsam gehen, ist für uns ein Aufruf. Und im Namen der katholischen Kirche, der römisch-katholischen Gemeinde, das war eine Geste, sehr edelmütig und hilft uns, die Wunden der Vergangenheit zu heilen und umzugehen mit den jetzigen schwierigen Herausforderungen. Und wir wissen, dass wir uns um die ganze Gesellschaft annehmen müssen. Und der Prozess ist eine große Chance der Vorsehung und eine Gnade Gottes und ist eine Erfahrung, die uns Demut und Zuversicht lehrt, aber auch Freude und Hoffnung. Und es ist so, dass dadurch die Lage der Kirche verbessert werden will, weil die geistlichen Gemeinden die Werte und die Grenzen hervorgehoben haben und gleichzeitig die einst mit ihren Einsichten uns überrascht haben, und wir werden noch mehr uns kümmern um diejenigen, die auf dem Weg hin zum Königreich Gottes uns begleiten, und ungeachtet ihrer Position. Wir müssen natürlich Geduld sein und unseren Brüdern und Schwestern geduldig zuhören, ungeachtet dessen, wo sie stehen. Es gibt deshalb Zusammenarbeit im Bereich der Ausbildung, um gleiche Ausbildungschancen für alle Kinder zu bieten und auch um denen zu Hilfe zu eilen, die aus benachteiligten Umständen kommen. Und der synodale Prozess der rumänischen griechisch-katholischen Kirche zeigt, dass die Kirche offen sein muss für den Dialog ohne weltlich zu also Dialog mit der Welt ohne weltlich zu sein, und dass wir das Evangelium verkünden müssen und dadurch Hoffnung und Trost allen spenden müssen, und dass wir natürlich auch der byzantinischen Tradition entsprechend nachfolgen müssen und auch die Märtyrer, die von Blaž in Rumänien dann heilig gesprochen wurden, und die das entspricht auch dem, was das rumänische Volk im Herzen trägt. Und jetzt möchte ich sagen, was Papst Franziskus in der Kirche gesagt hat. Und er hat die Mission der Kirche zusammengefasst. Wir müssen Einheit zeigen und die Vulnerablen und uns um diese kümmern. Und Vater Johann, Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass die Wahrheit auf eine Wahrheit hinweisen, die so offensichtlich ist, nämlich in der Kirche Christi ist für alle Platz. Ansonsten wäre es nicht die Kirche Jesu Christi. Die Kirche ist ein Ort des Zusammentreffens. Wir müssen das berücksichtigen, aber nicht nur als einen schönen Slogan, sondern das muss für uns als Christen unsere Identität sein. Vielen Dank. Ich würde gerne noch kurz, da, vielleicht kennen ja auch nicht alle die griechisch-katholische Kirche, er hat es aber schon ein bisschen gut erklärt, aber meine Frage ist, gibt es aber konkrete Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche in Rumänien, was die Synodenarbeit betrifft? Also hat man sich zum Beispiel konkret getroffen, um, ich weiß nicht, Fragebögen gemeinsam zu erstellen oder gemeinsame Resultate zu besprechen? Also gab es da eine Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Bischofskonferenz Rumäniens? Can you please repeat the question in English, because I don't have the translation. Thanks. If you have a collaboration with the Ob es auch eine Zusammenarbeit gegeben hat mit der römisch-katholischen Kirche als der Bischofskonferenz bezüglich der synodalen Arbeit, des synodalen Prozesses, dass man vielleicht Fragebogen erarbeitet hat oder irgendetwas.
was den synodalen Prozess in Rumänien angeht. Also unsere Kirche ist ja eine so Juriskirche und das wiederum heißt, dass wir also die Synode der griechisch-katholischen Kirche abgehalten haben, also den Prozess und danach eine Zusammenfassung erarbeitet haben, haben das der Bischofskonferenz Rumäniens dann weitergeleitet. Da sind dann alle die griechisch- und die römisch-katholischen Bischöfe dabei und dort haben wir eine generelle Synthese vorgenommen und wir haben auch eine natürlich an unsere für unsere Kirche geschickt. Das war hochinteressant, weil wir mussten uns die Besonderheiten unserer Kirche anzuschauen, natürlich auch im Hinblick auf die römisch-katholische. Und römisch-katholisch jetzt konkret in Rumänien. Also Unterschiede jetzt im Hinblick auf den synodalen Prozess. Also ich glaube nicht, dass es da riesengroße Unterschiede gibt in dieser Hinsicht. Die Unterschiede, die ich gesehen habe, da ging es eigentlich eher um die Feiern und um das Gebet, weil der byzantinische Ritus hat spezielle Liturgien und unser griechisch-katholischer Ritus, der byzantinische besser gesagt, ist speziell und das Gebet fühlt sich anders an für die Gläubigen, aber jetzt nicht sehr, sehr tiefgehende Unterschiede. Dankeschön. Das gilt jetzt an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Gesprächsrunde. Bitte schreiben Sie das in den Chat rein, schreiben bitte, dann können wir das gerne hier einfügen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Herr Professor Thomas Söding, Sie haben ja geschrieben, dass in den säkularen Medien in Deutschland sehr intensiv berichtet wird. Das ist jetzt aber die Frage, über den synodalen Weg oder über die Weltsynode? In erster Linie über den synodalen Weg in Deutschland, wobei man ja aber auch dazu sagen muss, dass wir schon etwas früher dran sind und dass es schon markante große Versammlungen gegeben hat. Aber es wird auch in den Qualitätsmedien sehr darauf geachtet, dass es ja einen weltweiten Prozess gibt. Und die Frage ist immer, wie hängt der eine Prozess mit dem anderen Prozess zusammen? Ich hatte ja gesagt, selbstverständlich sind die Medien vor allen Dingen an Konflikten interessiert. Das ist in der Natur der Sache. Umso wichtiger ist es, dass wir uns doch darauf verlassen dürfen, dass es sowohl in den säkularen, aber auch in den kirchlichen Medien doch sehr verantwortliche und informierte Berichterstattung gibt. Und das ist umso wichtiger, weil wir nicht zuletzt im internationalen Raum doch durchaus die eine oder andere Kampagne wahrnehmen, bei der wir denken, dass da die Informationsbasis schlicht und ergreifend nicht gut genug ist. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt ja auch bisher so viel gehört, dass es ja ganz auch, wie bunt auch die Kirche ist. Sie ist in Deutschland bunt, aber auch in Europa. Da würde ich auch gerne von Herrn Dr. Martin Michalicek aus Sicht des CCEE wissen, wie ist es dann eben mit dieser Buntheit? Also wie geht ihr da in St. Gallen oder jetzt im CCEE damit um? Also merkt ihr das? Gibt es da ganz große Unterschiede zwischen Ost und West der Bischofskonferenzen? Und wie geht man damit um? Ja, natürlich, es gibt Unterschiede, nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch zwischen Süd und Nord. Und ich würde sagen, also diese Unterschiede sind natürlich auch geschichtlich bedingt. Es ist nicht nur ein Unterschied, rein theoretischer Unterschied, sondern es hängt viel mit der Vergangenheit zusammen. Das ist unsere Hauptaufgabe sozusagen, diese Plattform anzubieten, dass all diese Unterschiede und unterschiedliche Gesichtspunkte zusammenkommen und zu einem Austausch. Das heißt, CC ist eigentlich von Grunde synodal. Das heißt,
es gab immer diesen Austausch, natürlich nach den 90er Jahren, nach dem Zusammenfall von Kommunismus noch intensiver. Und unsere Aufgabe ist natürlich nur, diese Plattform anzubieten. Nicht mehr, nicht weniger. Und durch diese Synode sehe ich unsere Aufgabe, unsere Mission noch gestärkt, weil eigentlich wir kriegen damit auch konkrete Hinweise, konkrete Grundlagen, wie wir zum Beispiel, wenn ich es erwähnen kann, die Stichworte wie geistlicher Dialog oder kirchliche Unterscheidung, solche Stichworte sind für uns, für unsere Arbeit sehr wichtig eigentlich, weil darin entdecken wir unsere Bemühungen, die vielleicht nicht genau benannt wurden, aber durch die Synode kommt es zustande. Haben Sie denn auch das Gefühl, jetzt, Sie sind jetzt auch drin und das ist ja auch eine Frage in der Chat, dass das über die Synode, also das heißt über 2024 hinaus, diesen Weg, den wir jetzt gehen, das geht also nicht, dass es 2024 kommt dann Abschlussdokument des Papstes und ja, Dankeschön, das war's. Also denken Sie, dass es da auch dann weitergehen wird oder ja, dass es auch wirklich ein Weg ist? Ja, es wird auch in vielen nationalen Synthesen betont und auch bei einzelnen Wortmeldungen, dass das nur sozusagen ein Rahmen ist von einem Prozess, diese Synode, aber auf keinen Fall etwas Begrenztes ist, nicht? Also von diesem Gesichtspunkt gesehen, es gibt ja diese Erwartung, die sehr hoch ist, dass mit Oktober 24 nächst ein Schlusspunkt gestellt wird und jetzt widmet sich jeder den einzelnen Aufgaben oder Interessen. Mhm. Diese Weltsynode, die jetzt auch eben dann in Rom dann konkret dann stattfinden wird, wird ja auch vielleicht ein bisschen als fast Novum mit einer großen Frauen- oder größeren Frauenbeteiligung als die Synoden der Vergangenheit sein. Und immer wieder eine Frage ist eben auch an sich eine Frage jetzt natürlich in der Kirche, die Rolle der Frau in der Kirche. Diese Frage stelle ich an Frau Hanna Poschala. Die Position der Frauen in der Kirche, wie war das bei Ihnen ein Thema? Sie sind ja auch eben als Frau und waren auch hier in Rom. Wie haben Sie das auch eben so aus dieser Sicht erlebt und was kommt Ihnen da in den Sinn? Ja, also wie sagen jetzt, ich muss es überlegen, weil auch bei uns in der Tschechei sagen wir, war das ein Thema, aber kein großes Thema, würde ich so schon sagen. Zum Beispiel in unserer Gemeinde, als wir wählen konnten, welche Themen wir durchgehen möchten. Also zu dem Thema Frau in der Kirche hat meine Kollegin, meine Freundin gesagt, aber ja, wir haben so viele Möglichkeiten, in der Kirche tätig zu sein. Das ist für mich jetzt kein aktuelles Thema, sozusagen. Ja. Aber natürlich, das, was ich spüre oder was mir sehr wichtig ist, das ist das, was der Papst Franziskus schon macht, dass auch in der Kurie, in Vatikan, dass in vielen Behörden schon Frauen sehr tätig sind und nicht nur als, sagen wir, in der Administration, sondern auch in der Führung. Und ich glaube, für mich ist es sehr wichtig, dass es mehr diese Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen gibt, ja, weil jede von uns hat was zu geben und es würde für mich sehr traurig, wenn wir zueinander so kommen, dass wir irgendwie zusammen oder gegeneinander kämpfen würden, ja. Und ich meine, dass die Synode sehr, sehr eine
gute Möglichkeit dafür ist, dass auch mit diesen in diesem, wie schon gesagt wurde von dem Herrn Söding, dass es ein geistlicher Prozess ist, ne? Also in dem verstehen wir besser, welche Rolle haben wir. Und natürlich ist das, ich glaube, wenn wir weitergehen, wie es in Rom schon ist, dann finde ich das sehr gut. Aber ich bin dessen bewusst, dass man sagt, dass in der Kirche alles lange dauert, ja. Aber ab und zu finde ich auch es intelligent, nicht irgendwelche Schritte zu schnell zu machen, weil dann könnte es auch zu Verwirrung führen oder zu, ja. Die Frage wird auch gestellt an Rumänien. Wie ist es in der griechisch-katholischen Kirche? Das vielleicht für die es nicht wissen, in der griechisch-katholischen Kirche, also im byzantinischen Ritus, ist ja so, dass Priester ja und verheiratete Männer auch Priester sein können. Das ist jetzt bei dem römisch-katholischen, lateinischen Ritus ja nicht möglich oder nicht üblich. Genau, und die Frage ist, wie ist es aber eben mit der Frage der Rolle der Frau in der Kirche? Ist das überhaupt ein Thema in der griechisch-katholischen Kirche, jetzt konkret in Rumänien? Das ist eine Frage, die ich jetzt an Pfarrer Johann Stefan Dumitras stelle. You have understand the question about die Frage haben Sie ja verstanden und gehört, also die Rolle der Frauen in der Kirche aus Sichtweise der griechisch-katholischen Kirche in Rumänien. Ja, genau, was den synodalen Prozess angeht, da haben wir dieses Thema eigentlich nicht. Das wurde weder als Problem noch als Themenvorschlag aufgebracht. Also, wie Sie ja auch schon gesagt haben, wir, die griechisch-katholischen Priester, können heiraten. Ich bin verheiratet und zwar glücklich verheiratet, aber eine wunderbare Frau und sie arbeitet auch in der Kirche, für die Kirche. Und Papst Johannes Paul II., der hat ja gesagt, dass die Frauen natürlich auch Beiträge leisten können, das heißt mit ihren Werten. Und auch die Hanna hat es ja schon gesagt, es gibt einen Ort für jeden in der Kirche. Die Kirche ist für alle, die Kirche ist für jeden. Also es ist nicht die Frage, wer macht was, sondern generell etwas für die Kirche zu tun und für die Kirche da zu sein. Vielen Dank. Schwester Josefa aus Bulgarien hat, also es gibt ja, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 23 mit Rom vereinte griechisch-katholische Kirchen. Die sind auch wirklich auch sehr unterschiedlich. Offenbar die bulgarische griechisch-katholische Kirche ist auch ein bisschen anders als die anderen. Aber das ist eben das Schöne, auch eben diese Buntheit in der katholischen Kirche. Genau. Wie gesagt, wer Fragen hat, noch Anmerkungen hat, bitte schreiben Sie das in die Chat, damit wir das unseren Gesprächspartner hier die Fragen stellen können. Ich weiß nicht auch, ob Sie nochmal, Herr Professor Söding, noch etwas sagen wollen, auch zu dem, was Sie auch jetzt gehört haben, aus Ihrer Sicht, aus Sicht des synodalen Weges in Deutschland, diese Verschiedenheiten, die es ja eben auch in Europa gibt, um Deutschland herum. Wie nimmt das der synodale Weg wahr? Wie geht man damit auch um in den Gesprächen, die im synodalen Weg in Deutschland geführt werden? Ja, vielen Dank für diese Frage. Uns ist dieser Austausch mit anderen Erfahrungen, mit anderen Kulturen sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben wir in unseren Synodalversammlungen zum einen immer auch Personen aus verschiedenen Ortskirchen, aber auch aus verschiedenen Konfessionen, die wir einladen, uns zu beobachten und die wir auch einladen, um immer wieder uns ein Zeugnis abzugeben, wie sie selber wahrnehmen, was bei uns geschieht und welche Hinweise sie uns geben können, dass wir uns nicht zu sehr auf unsere eigenen Erfahrungen berufen. Auf der anderen Seite ist es aber doch auch so, dass ich in meinem kurzen Grußwort gesagt habe, wir sehen das, was es auf dem synodalen Weg in Deutschland gibt, nicht als ein Muster,
das in anderen Ländern einfach nur kopiert werden könnte. Denn der synodale Weg in Deutschland ist sehr stark geprägt durch die ganz besondere Geschichte und Struktur in unserem Land, die es so in anderen Ländern gar nicht gibt. Beispielsweise aus den Anfängen der demokratischen Revolution in Deutschland heraus, dieses Zentralkomitee der deutschen Katholiken als einer Laienvertretung, die Millionen vertritt und die auf der einen Seite ein sehr starkes politisches Mandat hat, die aber auf der anderen Seite auch kirchlich sehr stark engagiert ist. Das ist keine Konkurrenz zur Bischofskonferenz, aber es ist eine ganz besondere dialogische Struktur, die wir in unserem Land nutzen, um Synodalität markant zu entwickeln. Und das geht in anderen Ländern anders. Und genau wie es dort geht und wie gemeinsam beraten und entscheiden organisiert werden kann, das ist die spannende Frage. Wir setzen da sehr auf zunächst einmal die europäische Synode, aber wir setzen auch sehr auf die römische Synode, weil wir einfach sehen, überall auf der Welt ist die katholische Kirche unterwegs, Synodalität neu zu entdecken. Es gibt keine Einheitsform, aber es gibt sehr, sehr viele Initiativen, die unglaublich wichtig sind. Vielleicht der wichtigste Moment nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Synodalität neu zu entdecken. Also auch für Papst Franziskus scheint ja, das hat er auch jetzt gestern auf der fliegenden Pressekonferenz, wie wir das nennen, vom Rückflug aus Bahrain, auch wieder betont zur Synode, es geht ja ums Zuhören ja vor allem. Es ist ja eher also eine Synode, also jetzt aus römischer Sicht, wenn ich das jetzt hier als Vertreter des Vatikans hier sagen darf, geht es ja vor allem ums Zuhören und weniger jetzt ein Thema herauszupicken und dann daraus etwas zu machen. Aber dazu eine Frage an Dr. Michalicek. Sie haben ja eben auch die Fragebögen oder beziehungsweise die Themen, die aus den Bischofskonferenzen gekommen sind, jetzt eben Thema Frauenmacht oder andere Themen. Was sind denn da so Themen, die so herausstechen, wo Sie das Gefühl haben, Europa, die Kirche in Europa möchte über das konkret oder über jenes sprechen? Gibt es da irgendwie konkrete Themen, wo Sie sagen, ach, das, oder die auch vielleicht überraschend sind? Die finden Sie, das ist aber schon überraschend, dass, ich weiß nicht, Thema X so hervorsticht. Was haben Sie da für Erlebnisse dazu, zu konkreten Themen? Ja, wir hatten letzte Woche unsere Vollversammlung, bei der Kardinal Hollerich einen Überblick von diesen Nationalsynthesen versucht hat darzustellen. Und da hat er schon einige Punkte hervorgehoben, die am meisten im Vordergrund stehen. Und das ist das Thema der Partizipation, der Teilnahme an der Leitung, an der Führung, am Dienst der Autorität in der Kirche. Dann war es das Thema der Frauenrolle in der Kirche, so allgemein gesagt, mit sehr unterschiedlichen Niveaus, wie dieses Thema gebracht wurde. Und das Thema der Jugend, also dass die Teilnahme der Jugendlichen nicht ziemlich gering war an diesem synodalen Prozess. Also das war auch erwähnt. Und so spontan, wenn ich so mich erinnern kann, war es noch auch die ökumenische Dimension dieser Synode, die unterstrichen war. Also das würde ich so im Allgemeinen sagen, das sind die Hauptthemen. Was sehr oft auch vorkommt, es wurde auch gesagt bei Frau Pojava und beim Vater Stefan, ist diese Anfrage um eine Vertiefung des Glaubens. Also es kommt von vielen Synthesen hervor, wir wollen uns vertiefen in unserem Glauben. Sei es in kleinen Gemeinschaften oder in den Katechesen, in einer Ausbildung, in den Vereinen. Also die Leute hungern nach der geistlichen Nahrung. Und das kommt schon sehr, sehr im Vordergrund. Also das möchte ich auch noch erwähnen als etwas Typisches. Herzlichen Dank.
Wir kommen jetzt so zum Abschluss. Ich würde gerne von Frau Pojala wissen, was sie sich denn wünscht von dieser Synode, also jetzt noch, also wenn Sie jetzt quasi einen Wunsch hätten, ich bin ja hier in Rom, also kann das gerne dann auch hier weitertragen. Was wünschen Sie zur Synode, zu diesem Weg dahin und auch vielleicht zum Abschluss der Synode? Was ist so Ihr persönlicher Wunsch? Ja, also mein Wunsch wäre es, dass wir mehr christlich werden, alle individuell also, aber alle zusammen, dass unter uns mehr Gemeinschaft ist und das heißt auch die Gemeinschaft oder dieses Communio, ja, zwischen dem Profil Petrus und Paulus, den beiden Profilen, das halte ich für sehr wichtig, weil ich glaube, in dem Moment sind wir auch für die ganze Welt mehr, wie würde ich sagen, mehr credibili. Glaubwürdig. Ja, glaubwürdig, genau, glaubwürdig. Und dass wir uns, der zweite Teil, meiner Wunsch wäre, dass wir mehr Christus in die Welt bringen. Ja, das heißt, dass vor allem zu denen, die praktisch noch nicht, die nicht glauben, weil sie Christus nicht kennen. Ja, und das sind zum Beispiel in unserem Land, aber auch überall in der Welt, sind sicher viele Menschen, die die Möglichkeit nicht gehabt haben. Und das halte ich für wichtig. Herzlichen Dank. Und auch an Pfarrer Johann Stefan Dumitrasch. Was ist denn Ihr Wunsch zur Synode? Was wünschen Sie sich? Yes, my wish. Mein Wunsch wäre zum Abschluss des synodalen Prozesses, dass da etwas steht, also dass wir besser zuhören können und dass wir uns einfach gegenseitig besser verstehen, weil die katholische Kirche in ihrer Integrität, die ist ja so divers und so vielfältig und wir sollten voneinander lernen. Und ich denke, dieser Prozess, der angestoßen wurde vom seitens des Papstes, also wir werden bestimmt nicht ein tolles Rezept haben, kein Allheilmittel, sondern der Prozess wird fortdauern müssen. Also das heißt mit Demut, Gebet und offenem Herzen. Vielen Dank zu dieser Gesprächsrunde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die mit teilgenommen haben, an Professor Dr. Thomas Söding, Vizepräsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und Vizepräsident des Synodalen Weges. Dann am Pfarrer Johann Stefan Dumitrasch, Pfarrer der rumänisch-griechisch-katholischen Kirche, an Herrn Dr. Martin Michalicek, Generalsekretär des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen CCEE und an Frau Hanna Pojala, Mitglied im nationalen Synodenteam der Tschechischen Bischofskonferenz. Und natürlich möchte ich ganz herzlich bedanken an das ZDK, das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, an Renovabis, dem Hilfswerk für die Kirche in Osteuropa und natürlich auch der Katholischen Akademie in Berlin. Und ich möchte auch noch daran erinnern, dass wahrscheinlich im Januar 2023 natürlich die nächste Veranstaltung stattfinden wird, aber dazu werden Sie sicherlich noch frühzeitig Informationen bekommen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie alle teilgenommen haben und vor allem auch natürlich an die Technik, an unsere Technik, auch für die Übersetzung, Frau Heller, Silvia Heller, die die Übersetzung gemacht hat, an die Chatmoderation, Dr. Maria Luise Schneider und Claudia Gavrich. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ja, wir hören uns sicherlich demnächst mal wieder. Ihnen also einen schönen Abend noch und bis zur nächsten Veranstaltung. Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.